Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir spielen heute eine neue Map. Rumpse, 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 da geht's weit nach hinten schon. Und zwar Slalom. Da fangen wir mal zärtlich auf Easy an. Die Map kenne ich schon. Da zieht's definitiv. So, es ist eine kurze Strecke für die Bloons, aber da kann man super mit dem hier, mit dem Reißnagel-Dingsbums da reinpfeffern. Das heißt, die Bloons dürften nicht viel Chancen haben. So, hier haben wir noch was für U-Boote. Wenn wir lustig sein wollen, da passen genug U-Boote rein. Ich schau mal. Ja, die können wir auch setzen. Das sieht nämlich aus wie Eis ein bisschen. Was machen wir denn Feines? Wir eröffnen die Runde mit einer wunderschönen, heißen, sexy Nagelfabrik. Da wird genagelt, Leute. So, und die setzen wir auch richtig hier hin. Dann kann sie viel nageln. Und wir fangen an mit Level Wave 45. Nee, war ein Witz, natürlich mit 1. Haha, ich weiß, der war flach. Aber man versucht halt lustig zu sein. Leute, ich habe noch viele flache Witze, aber ich lasse das mal, weil Flachwitze, wie gesagt, die sind nie gut. So, Wave 4. Auf die Palme verzichte ich auf Easy und Medium. Wir wollen das ja ein bisschen spannend machen, das heißt, ich gehe gleich auf das Affendorf, das brauchen wir schon. Denn, dass die auf die Kammernflachs gehen, da braucht man dieses Upgrade. So, 1360 brauchen wir, das haben wir vielleicht nächste Runde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Oder besser, mit Sicherheit sollte ich die Klappe halten. Ja, ich weiß, heute ist der Flachwitztag, Leute, da müsst ihr damit leben, sorry, aber ich bin irgendwie heute in Flachwitzstimmung. So, wir gehen es trotzdem hier ordentlich an und pfeffern den Bloons 1 in die Rübe. So, jetzt haben wir das da. Wo geben wir das hin? Ich würde sagen, hier steht es doch ganz gut. Weiter geht die Party. So, jetzt gehen wir Richtung Reißnagelwerfer. So, dann nehmen wir unseren guten Freund. Und jetzt muss ich mal schauen, der geht nämlich eh bis da oben. Ich kann den ruhig hier hin. Und der breitet sich dann eh nach oben aus. Das passt schon. So, Party Time, Party Time, Party, Party, Party Time. Kommt schon, Bloons. Kommt schon, versucht es wenigstens. Ihr werdet zwar sowieso in die Fresse kriegen, aber versucht es wenigstens. So, was machen wir denn da Hübsches? Wir machen Reißnägel. Auf jeden Fall Reißnägel. Schöne, dicke, fette Reißnägel. So. Wunderbar. Das sieht gut aus. Der ist nur in der Range hoffentlich. Jawohl. So, jetzt haben wir das. Und die beiden Upgrades werden sie auch gleich ausgehen. Dann haben wir den einmal vorläufig hier vernünftig geupgradet. So, Leute. Und dann bewege ich mich auf die Wave 5 zu. Was soll man noch Hübsches machen? Ich würde sagen, so ein guter alter Kleber, der tut immer gut, ne? Schön auf dem Stärksten und so. Den werden wir jetzt auch für die Stahlbloons ready machen. So, die 90 hier, die sollten schnell gehen, jawohl. So, dann gehen wir eine zweite von denen da hin. Zack. Auch gleich schön ausrüsten hier. Läuft wunderbar. So, jetzt müssten eigentlich die Stahlbloons bald kommen. Jetzt ist ein Kammerflak dran. Wave 25 haben wir. Wave 26. Und Wave 27. Zur Nagelfabrik kommt eh schon keiner mehr durch, das passt.
So, Wave 28, da sind die Hosenscheißer, werden eingekleistert und zerstört. Wave 29. Ich werde übrigens jetzt einen Flächendamage nehmen. Wave 30. Wave 31. So, zur Sicherheit werden wir hier mal was machen. Die hat es auch verdient. Die vergessen wir nicht. Wir sind nett zu unserer Nagelfabrik. So. Vielleicht kriegst du Upgrade. So. Da haben wir es ja. Das ist auch nötig, denn jetzt kommen Camouflags. Aber gut, die sind jetzt noch nicht so das große Problem, die kleinen Scheißer hier. Ein Upgrade will ich hier nur gönnen, der Nagelfabrik, und dann machen wir weiter beim Affendorf upgraden. So, jetzt machen wir hier weiter. Wo sind wir eigentlich? Wave 35. So, ein bisschen mehr Range hier. Jawohl, das sieht gut aus. Entschuldigung. Entschuldigung. So, den gönnen wir uns noch. Wo sind wir denn? Wave 36. Wave 37. So, das läuft wunderbar. So, jetzt geben die noch mehr Gas hier. Wave 38. Selbst die Herzen sind kein Problem hier. Und Wave 39. Jetzt müssen wir bossmäßig dann hier langsam upgraden. Regenbogenbloons, aber die kriegen hier schön aufs Maul. Wave 40. So, die Keramikdinger hier kriegen auch aufs Maul. Es läuft wunderbar. Ich werde jetzt den da mal upgraden dann. Wir gehen Richtung Auge. Wave 42. So, Regenbogenherzen und Camouflags und weg sind sie. Wave 43. Wieder die Keramikdinger, aber die sind auch weg. So, Wave 44 haben wir. Es läuft. Wave 45. Nächste Runde kommt der Boss. Wir werden uns hier mal vorbereiten mit den Dicken. So, Wave 46, da ist der Scheißer. Wave 47, Haufen Keramiks, aber die gehen schön drauf. Wir nehmen dieses Upgrade jetzt und danach dieses hier. Wave 48. Funktioniert wunderbar, Leute. Kein Grund für Beschwerden. Da freue ich mich doch auf Medium und Hard. Easy haben wir so gut wie in der Tasche. Wave 49. Nehmen wir das Auge noch und dann haben wir Ruhe. Da wird nichts mehr großartig passieren. Es läuft wunderbar. Sehr viele Regenbogenbloons, aber die gehen instant drauf. So, wie viel brauche ich? Oh, kann ich schon. Okay, Wave 50. Und geschafft, auf easy haben wir's vernichtet, die Blues. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.